Patentrecht. Was ist Patentrecht? Wie entsteht ein Patent? Wie lange dauert der Patentschutz? Was sind die Wirkungen eines Patents? Wie hat sich das Patentrecht in Deutschland, Europa und international entwickelt? Wird das Patentrecht international harmonisiert? All diese Fragen beantworte ich in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich alles zum Patentrecht. Das Patentrecht ist nach Ansicht der meisten Fachleute im alten Venedig entstanden, wo Kaufleuten das Monopol auf den Verkauf eines bestimmten Produktes mit einem Patent eingeräumt wurde. Und seitdem hat sich das Patentrecht immer wieder den neuen Gegebenheiten der jeweiligen Zeit angepasst. Zunächst erkläre ich in diesem Video, was überhaupt ein Patent ist und wie es entsteht. Dann erkläre ich die Wirkungen des Patents und die Dauer des Patents. Dann gehe ich darauf ein, wie sich das Patentrecht über die Zeit hinweg und international entwickelt hat. Und zum Schluss erkläre ich, wie das Patentrecht international harmonisiert wird. Das Patentrecht ist formaljuristisch ein Teil des Privatrechts. Ein Patent ist also ein Vermögensgegenstand, der auch übertragen, veräußert und vernichtet werden kann. Das Patent ist in erster Linie ein Verbietungsrecht. Das heißt, der Patentinhaber kann Dritten untersagen, die patentierte Technologie zu benutzen oder eben eine Lizenz zu bezahlen. Das Patent bedeutet aber keinesfalls, dass der Patentinhaber diese Technologie benutzen darf. Ein Beispiel. Nehmen wir an, jemand hat ein Auto mit 4 Rädern und Außenspiegel erfunden und nehmen wir an, der Außenspiegel ist neu und den gab es vorher nicht, dann bekommt er ein Patent auf Auto mit 4 Rädern und Außenspiegel. Jetzt kann er Dritten verbieten, ein Auto mit 4 Rädern und Außenspiegel zu bauen. Allerdings gibt es schon einen Patentinhaber für Auto mit 4 Rädern. Er selbst darf also das Auto mit 4 Rädern nicht benutzen, im Prinzip, kann aber anderen verbieten, Autos mit 4 Rädern und Außenspiegel zu bauen. Diese Art Konflikt kommt relativ häufig vor und die löst man in der Regel durch eine sogenannte Kreuzlizenz, wo dann eben der jüngere Patentinhaber dem älteren Patentinhaber erlaubt, auch Autos mit Außenspiegel zu bauen und der ältere Patentinhaber erlaubt dann dem jüngeren Patentinhaber auch Autos mit 4 Rädern zu bauen. Um Patentschutz zu erlangen, muss man ein Patent anmelden. In den unabhängigen Patentansprüchen wird genau der Gegenstand definiert, der geschützt werden soll, also die Technologie, die geschützt werden soll. Bevorzugte Ausführungsformen befinden sich in den abhängigen Unteransprüchen und die Erfindung kann noch näher in der Beschreibung beschrieben werden. Ich habe zum Thema Patentanmeldung und zum Thema Formulierung von Patentansprüchen ausführliche Videos gemacht, die ich unter diesem Video verlinkt habe. Das Patentamt prüft nach der Patentanmeldung im Wesentlichen, ob das Patent gewerblich anwendbar ist, ob es neu ist und ob es erfinderisch ist, also ob der Gegenstand der Patentanmeldung gewerblich anwendbar, neu und erfinderisch ist. Es können auch noch weitere Aspekte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Klarheit der Patentansprüche oder die Nacharbeitbarkeit der Patentansprüche. Dabei entsteht eine Diskussion mit dem Prüfer, die sich gut und gerne 2 bis 4 Jahre hinziehen kann und wo am Ende in der Regel ein Patent erteilt wird. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass das Patent dann abgelehnt wird. Während der Diskussion mit dem Prüfer kommt es oft dazu, dass man sich einschränken muss, also den Schutzbereich der ursprünglichen Patentanmeldung verkleinern muss und dann eben für diese verkleinerte Form ein Patent erteilt bekommt. Welche Rechte werden mir nun mit einem Patent eingeräumt? Im Folgenden gehe ich mal auf die wichtigsten Ansprüche ein. Am wichtigsten ist sicherlich der Unterlassungsanspruch. Der Patentinhaber kann von Dritten verlangen, dass sie die geschützte Technologie nicht benutzen und unterlassen, diese Technologie zu benutzen. Dann gibt es den Auskunftsanspruch. Der Patentinhaber kann von Dritten verlangen, Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie diese Technologie, die geschützt ist, benutzt haben. Dann kann der Patentinhaber Schadenersatz verlangen. Für die Berechnung des Schadenersatzes gibt es mehrere Methoden. Die 2 häufigst angewandten Methoden sind sicherlich die Lizenzanalogie, also wo der Patentinhaber einen Schadenersatz verlangen kann, der in etwa einer angemessenen Lizenz über den Verletzungszeitraum entspricht,
Oder die Gewinnherausgabe, das heißt, der Patentinhaber kann verlangen, dass der mit der Technologie erwirtschaftete Gewinn herausgegeben wird. Der Patentinhaber kann sich aussuchen, nach welcher Methode der Schadenersatz berechnet wird. Dann hat der Patentinhaber noch einen Vernichtungsanspruch. Er kann also verlangen, dass die patentverletzende Ware vernichtet wird. Und er hat einen Rückrufanspruch. Der Patentinhaber kann also verlangen, dass Lieferungen an gewerbliche Abnehmer wieder zurückgerufen werden. Ob jemand in ein Patent eingreift und Patentverletzer ist, habe ich in einem ausführlichen weiteren Video erklärt, das ich natürlich auch unter diesem Video verlinkt habe. Im Prinzip wird beurteilt, ob sämtliche Merkmale eines unabhängigen Patentanspruchs im Verletzungsprodukt entweder wortsinngemäß oder äquivalent verwirklicht sind. Das Patent kann auf verschiedene Art durchgesetzt werden, entweder im Rahmen einer Berichtigungsanfrage, einer Abmahnung, einer einstweiligen Verfügung oder auch einer Klage. Das Patentrecht gleicht sich immer mehr international an. Die 5 größten Patentämter sind China, USA, Japan, Korea und Europa. Die sogenannten IP5. Diese IP5 haben auch eine offizielle Diskussionsrunde gebildet, um sich eben über das Patentrecht besser abstimmen zu können. Ein wichtiger Schritt bei der Harmonisierung des Patentrechts war die Schaffung des sogenannten Patent Corporation Treaty, des PCT. Dies ist ein Vertrag, der von der WIPO administriert wird, wo ich auch ein ausführliches Video gemacht habe, das ich natürlich hier unter dem Video verlinkt habe. Wo mithilfe dieses Vertrages mit einer einzigen Patentanmeldung in über 150 Ländern der Erde eine wirksame, gültige Patentanmeldung hinterlegt werden kann. Dann gibt es Länder, die haben sich beim Patentrecht von anderen Ländern wiederum inspirieren lassen. So hat China praktisch das deutsche Patentrecht übernommen und dann aber selbst auch weiterentwickelt. Viele wichtige Aspekte werden durch Reformen in den verschiedenen Ländern immer weiter harmonisiert. So haben die USA noch nicht so lange her in einer umfangreichen Reform das Patentrecht reformiert und sind zum Beispiel vom sogenannten First-to-Invent-Prinzip auf das First-to-File-Prinzip umgestiegen. Außerdem haben die USA, wie viele andere Länder schon vor den USA, die Möglichkeit geschaffen, Patente durch ein amtliches Verfahren auch nach der Erteilung angreifen zu können. Und man muss eben jetzt in den USA nicht mehr zwingend vor ein Gericht gehen, um ein Patent anzugreifen. Andererseits haben auch die USA sehr nützliche Bestimmungen in ihrem Patentrecht, zum Beispiel die 12-monatige Neuheitsschonfrist. Und ich erwarte, dass die übrigen größeren Länder auch in der nächsten Zeit Reformen anstrengen, um diese Neuheitsschonfrist in ihrer Gesetzgebung umzusetzen. Momentan arbeiten die europäischen Länder auch mit Hochdruck daran, ein einheitliches europäisches Patentsystem zu errichten. Dies wird die Durchsetzbarkeit durch ein einheitliches Patentgericht ganz massiv vereinfachen und man kann dann mit einem einzigen Gerichtsverfahren praktisch in ganz Europa oder in vielen der EU-Länder, allen Ländern außer Spanien in Zukunft möglicherweise ein Patent durchsetzen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was Patentrecht ist. Wenn Sie jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.